gar nicht so leicht, heute anzufangen mit diesem Video. Ich würde sagen, eines meiner schwierigsten Videos, die ich je gemacht habe, egal auf welchem Kanal, auf YouTube. Ihr kriegt ja gar nicht so mit, was bei mir los ist. Ich bin ja verschieden aktiv gewesen in den letzten Jahren und hat sich einiges aufgebaut. Einmal der Kanal der Waldschrat. Wow, ich kann mal wieder flüssig reden. Und dann der Kanal Permaculture Mind, ehemals Projekt Schrebergarten. Gab noch eine Zeit mit dem Zusatz Konterbunte Vielfalt. Und hier der Kanal Lars Christian. Genau, den darf ich nicht vergessen. Aber was hauptsächlich so läuft und vor allen Dingen die vergangenen Wochen, wo man im Grunde genommen sehr viel von mir mitkriegt, ist auf TikTok. Kann man sich auch nachträglich noch ansehen. Ich bin nicht so ein Fan von Werbung, aber für den Gesamtkontext war das jetzt wichtig. Jene, die mich länger verfolgen und mir ja zugehört haben und verstoffwechselt haben, was ich da an Informationen rausgegeben habe, haben auch abgespeichert, dass ich das hier ja ohne Geld mache. Ich habe hier keine Werbung geschalten. Ich halte nichts in die Kamera, außer meinen Gehstock. Und ja, auf den bin ich übrigens täglich angewiesen mittlerweile. Soweit ist es bei mir. Und jetzt drifte ich ab. Ja, also ich mache Werbung nur im Sinne des Gesamtkontextes. Ich verdiene kein Geld auf TikTok mit den Videos, Fotos, was auch immer. Ich laufe jetzt einfach mal durch den Wald. Ne? Also es geht heute nicht um Wald, heute geht es wirklich mal um Aufklärung, was bei mir los ist, denn bei mir ist eine Menge los. Und mit ein paar Sachen muss ich mal raus. Liegt mir schon sehr lange im Argen und ich mache das, was ich mache, intuitiv. Deswegen hat mich das jetzt zu diesem Video geführt. Und den roten Faden zu behalten, jetzt wird schwierig. Oh, so schön hier im Wald. Ein bisschen zeige ich schon. Ich laufe hier gerade so einen Weg lang. Da. Also bei mir gibt es Einschläge ohne Ende im Leben. Inklusive, ja, das mache ich ja schon viele Jahre durch. Mobbing, Diskriminierung in meine Richtung. Aber vor allen Dingen Hass gegenüber dem Menschen Lars Christian übers Netz. Findet auf TikTok statt. Und vor allen Dingen auch im direkten Erlebten am Leibe. Fast jeden zweiten Tag der Zeit habe ich irgendwie, die letzten Tage war es jeden Tag, also im Schnitt die letzte Zeit, mit Mobbing und Diskriminierung zu kämpfen. Und wie gesagt, Hass gegen mich. Und damit muss ich klarkommen als feinfühliges, sensibles Wesen. Jetzt, dass ich mich schon sehe wegen... Ach, brauche ich mich gar nicht sehen, sondern ich fühle das, weil ich so naturverbunden bin. Vor allem nicht nur mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Bäumen, allem, was wir so an Leben um uns haben, sondern ja, darüber hinaus auch alles, was so im Universum steckt, hat sehr, sehr, sehr starke Einflüsse. Ich schweife ab. Ja, ich habe für den Background, ihr wisst ja, ich mache positive Videos. Weil ich einfach aus meinem Blick auch, jetzt regnet es sogar schön von den Geräuschen her, weil ich halt einfach in dieser Zeit es als ganz wichtig ansehe, mit dem, was ich an Talent mitbringe und was ich kann, einfach was rauszugeben und dem einen oder anderen Inspiration oder Anstoß zu bieten in seinem Leben. Ja, macht der Gewohnheit, er ist ein Mülleimer. Mein Leben hat sich drastisch verändert. Ich habe das lange nicht gesagt. Ich musste es lernen und meine Scham überwinden, irgendwas zu sagen. Mittlerweile stehe ich mit dem Rücken an der Wand, seit einer Weile schon, und ich rede über alles. Muss nur die Kraft dafür haben, und gewisse Sachen gehören natürlich auch ins Private. Da will ich nicht drüber reden, weil ich nun mal auch nicht alleine bin. Ja, aber mein Leben sieht so aus, dass in der ersten, zweiten Woche mein Geld alle ist. Ich alles dafür tue, aus meiner Situation rauszukommen und natürlich auch so für mich ein paar Sachen in der Schublade habe, aber ich komme da nicht hin, weil ich einfach auch was mitbringe. Ich bin auf jeden Fall sehr traumatisch belastet, was ein paar Ereignisse in meinem Leben angeht. Ich habe mich da sehr von vielen Sachen sehr freigeschaufelt. Deswegen mache ich das, was ich mache, auch weil die Natur heilt. Deswegen bin ich gerade im Wald,
Und mich begleitet gerade ein Vogel, Mutter Erde, Pachamama. Oh, ein Begleiter der Zeit. Ja, es ist schwierig, sehr, sehr schwierig in meinem Leben geworden, dass ich ohne Hilfe nicht mehr klarkomme. Wie unter anderem auch mein Gehstock, den ich tagtäglich bei mir trage, weil ich viele Momente am Tag erlebe, wo ich ihn brauche, um hochzukommen, stehen bleiben zu können, weil all das, was die Jahre mich auf den Füßen gehalten hat, das war zwar noch Kraft, aber auch, das habe ich jetzt in der Zeit lernen dürfen über mich, gefühlt maximale Auslastung meiner Willenskraft, die hat mich durchgetragen. Aber mittlerweile habe ich Sachen erlebt, die mir körperlich auch geschadet haben. Insofern auch mit meiner Symptomatik, dass es ziemlich gefährlich wurde für mich im Leben. Und Menschen um mich herum haben mich nicht ernst genommen. Menschen, die ich zur Familie gezählt habe, Freunde, die jetzt überhaupt nicht mehr in meinem Leben sind. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren die Familie weggegangen. Die richtige, die Blutsfamilie. Ja, jetzt im engen Kreise alle weggebrochen und ich darf auf so vielen Leben, auf so vielen Ebenen ganz schlimme Sachen erfahren. Mein Wohnort ist kein Erholungsort. Ich lebe jetzt im Moment, schaffe ich gerade mal ein bisschen Schlaf nachzuholen, darüber bin ich sehr glücklich. Aber viele Wochen hatte ich keinen erholsamen Schlaf und habe dann Zuflucht in der Natur gesucht. Ich bin mitten in der Nacht mehrfach täglich mit Panikattacken aus dem Schlaf gerissen worden, weil einfach keine Rücksicht im Hause herrscht. An der Stelle möchte ich immer nicht, bin ja nicht auf Rosenkrieg raus und ich möchte auch nicht, dass jemand vor der Tür steht und genau weiß, wer, wie, wo, was. Aber es ist im Hause so, dass man mir ganz bewusst meinen Tod in Kauf nimmt. Letztes Jahr hatte ich den Herzinfarkt, Anfang des Jahres, resultiert daher. Ohne Schlaf, Erholung, Ruhe, wer funktioniert denn da noch? Es geht irgendwann nicht mehr. Und das Gleiche habe ich versucht im Garten, auch nicht mehr möglich, weil sich einfach unter uns Menschen was geändert hat und ich mittlerweile in der Natur mich am besten aufgehoben fühle, weil ich einfach sonst nirgendwo Ruhe kriege. Keine Ruhe, das ist so hoch belastend. Also finanzielle Situation. Denn diese ganze Frührentengeschichte und ich habe gesagt, ich habe Traumatisches erlebt. Ich habe aufgrund verschiedener Symptomatiken einen Schwerbehindertenausweis. Mittlerweile bin ich jahrelang schon ich kann nicht zum Arzt gehen, aufgrund der Gesetzeslage 10% selber tragen, kein Geld, Arzt fällt aus. Also seid glücklich, all jene, die noch hingehen können und für sich was abklären wollen und können und machen. Seid dankbar dafür. Ich kann das schon ein paar Jahre nicht mehr. Mittlerweile habe ich mir sehr hart zurückerkämpfen müssen. Meine Therapeutin, die noch für mich da war, bis vor knapp zwei Jahren, ein Dreiviertel ungefähr müsste das sein, die habe ich jetzt wiedergefunden. Die kennt meine Geschichte. Ich komme ohne ihre Hilfe nicht weiter bei dem, was ich jetzt seit Ostern bis jetzt erlebt habe. Vor allem davor auch schon im Winter. Und ich komme da nicht weiter mehr. Und ich habe es ist zwar doof, ne, wenn ich hier von Schlaganfall und hier habe ich Schlaganfall schon erwähnt. Herzinfarkt, Schlaganfall zu Ostern. Ich habe konkrete Funktionsstörungen des Gehirns. Ich habe konkrete Einschläge dafür. Ich will mich nicht rechtfertigen und irgendwas beweisen müssen. Mich hat jemand ermutigt, das trotzdem zu sagen, weil ich habe es erlebt. Ja, ich wünsche es keinem, irgendwie mal dieses Gefühl in der Brust zu haben. Und genauso wenig irgendwie das andere, allein schon die Panikattacken, das fühlt sich an wie Sterben. Das fühlt sich an wie Sterben. Und das tagelang, über Stunden, konkret. Und dann kommt man wieder runter und egal wo man hingeht, mit dem Grenzüberschreiten, was wir alle erleben, das geht ja nicht mehr länger gut. Und ich fühle mich in der Stadt nicht mehr sicher und immer wieder vertrieben. Alle ruhigen Versuche an den Situationen was zu ändern, mit allem, was in meiner Kraft stand. Ich bin ein friedvoller Mensch. Der Rechtsweg ist für mich
keine Option. Ich schaffe das nicht. Ich habe dafür keine Kraft. Für mich ist das auch Niederschwingen. Es tut mir nicht gut. Und ich kann das nicht. Ich bitte, das zu respektieren. Und all jene, die jetzt irgendwie bei mir rumwühlen wollen und hier mir Ratschläge geben wollen, bitte behaltet die für euch, wenn ihr meinen Gesamtkontext nicht kennt. Das hat so viel Schaden in meinem Leben angerichtet, weil Menschen über meine Situation und mich geurteilt haben. Und das hat so viel Schaden angerichtet, dass es mir gesundheitlich zugesetzt hat. Menschen über mein Leben bestimmen und ich habe so satt, ich brauche Hilfe, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, das bedeutet auch finanziell, ich habe es hinten in meine Kanalinfo geschrieben, wie man mir helfen kann, ich will nicht reich werden, ich möchte einfach nur leben, überleben und es irgendwie schaffen, mit all jenen Menschen zusammen zu leben, die gerade noch böse auf mich sind, denn wir sitzen alle im selben Boot, ich bin hier bestimmt nicht im Sinne des Spaltens unterwegs, sondern ich, das muss raus. Ich trage das so lange mit mir rum und ich kann nicht mehr. Ich bin dem Tod so oft jetzt von der Schippe gesprungen, weil das hält kein Mensch aus. Und jetzt zuletzt, hier, guckt mich an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bin Nähring geworden. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Kilo raufgekriegt die letzten zwei Tage. Habe mich gut genähren können, mit Hilfe ernähren können. Aber ich bin schon normal bei 92 bis 96, da irgendwo von den Kilos körperlich richtig gut aufgestellt. Und das ging jetzt runter bis knapp 70 Kilo ungefähr. Zwischen 70 und 72 liegt die Wahrheit. Das war vorgestern noch. Und jetzt könnt ihr euch ausmalen, wo ich ungefähr liege. Heute mit dem, was ich gestern gefuttert habe, gestern dachte ich noch so bei 73, müsste ich jetzt ein bisschen höher liegen. Leute, ich habe eine Essstörung, Unverträglichkeiten. Ich brauche Geld, um die Dinge kaufen zu können, damit ich Essen im Magen kriegt, das ist kompliziert. Ja, ich kann mich da auch nicht weiter erklären. Das reicht überhaupt schon, darüber reden zu müssen. Es gibt bei mir mehr Bedarf, der bei mir gesetzlich nicht abgedeckt ist. Alle Versuche, da irgendwie ranzukommen, sind gescheitert. Wurde auch ignoriert und so. Ich habe das alles versucht, was man mir vorgeschlagen hat. Jede Hilfe, die ich angenommen habe, hat mein Leben nur noch schlimmer gemacht. Es geht ja immer so schön darum, Hilfe anzunehmen, aber wenn jene mir nicht zuhören und meine Lage verschlimmbessern, weil sie einfach nicht verstanden haben, worum es geht. Denn dann fällt das auch echt schwer, da Hilfe anzunehmen. Ich bin durch mit Bürokratie auf der Ebene und brauche einfach mitmenschliche Hilfe. Und ihr kennt mich auf meinen Kanälen. Helft mir, meine Grundlage sicherzustellen. Mehr brauche ich nicht. Alles, was über ist, gebe ich an jene ab, die selber Hilfe brauchen. Davon habe ich genug kennengelernt, weil ich durfte nämlich jetzt regelmäßig mit dem Arm in den Mülleimern rumkramen. Und ja, das ein oder andere Geschenk finden, weil ich da anders nicht über einen Monat komme. Ja, und dann kommt auch mal sowas zustande wie irgendwie 47.000 Schritte, ja, zu Fuß und dann bei irgendwas mit 70 Kilo, nur damit man irgendwie rum, ich falle irgendwann tot um, ich brauche wirklich Hilfe. Und ich habe so viel auf dem Kasten, ich würde gern Menschen helfen als Naturcoach oder Bewusstseinscoach, wie auch immer, ich habe so viel in der Schublade, das habe ich lange noch mit mir rumgetragen und ich gehe jetzt da raus und hoffe, dass man mir hilft, dass ich anderen Menschen helfen darf, für jene, die da offen für sind. Ich möchte niemandem was aufzwingen. Und ich glaube, da kann ich einiges mitbringen. Genauso wie Permakulturkurse oder irgendwie, ich würde da so gerne einen kleinen Moment. Oh, jetzt war ich nicht alleine. Genauso Permakulturkurse und wie auch immer, keine Ahnung. Ich wünsche mir einfach ein besseres Morgen mit euch allen zusammen. Wir haben das auf dem Kasten, das Menschliche schlummert in uns. Nur kommen wir da nur voran, wenn wir nicht nur ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es gibt ja nicht nur Lichtarbeit, es gibt auch Schattenarbeit. Und Schattenarbeit ist wichtig, wenn man im Herzen heilen möchte. Ich weiß, wie es geht. Ich habe so viel zu geben, ich habe so viel erlebt, ich weiß, was ihr mit euch rumtragt und ich kann da helfen. Jetzt im Moment brauche ich Hilfe und wenn ich stabil bin und das ist möglich mit Hilfe, dann kriege ich das hin mit euch zusammen. Für jene, die da offen sind. Ich hätte Bock, euch zu treffen, Kräuterwanderung, Pilze und so weiter. Im Moment geht das aber noch nicht, weil aufgrund des Schlaganfalls, ich hatte vor zwei Wochen wahrscheinlich den zweiten, und viele belastende Situationen danach, dass ich auch Angst habe, dass da nochmal wieder was passiert. Ich muss
da raus, wo ich wohne, ich möchte da raus, ich möchte da weg, ich gehöre in die Natur, irgendwo aufs Land, irgendwo weg von hier und ich bin da wie gefangen, ich komme nicht in meine Kraft, aus dieser Wohnung rauszukommen, an Umzug ist gar nicht zu denken, ich kämpfe da so viele Jahre schon für und ich gehöre in die Natur, irgendwie, irgendwo, irgendwie, keine Ahnung. Ich vertraue Mutter Erde und ich vertraue dem Göttlichen im Universum, wie auch immer das jeder für sich beantworten mag. Und ich hoffe einfach, dass wir alle die Kurve zusammenkriegen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen vor dem Regenschutz, Moment. Und einander helfen, höher schwingende Dinge zu tun. Liebe, Verantwortung, Mitgefühl, Vergebung. Bewusstsein, Bewusstheit. Es gibt so viele Sachen, die ich aufzählen könnte. Ich kann gerade nicht. Bitte helft mir. Ich habe Familie. Eine neue Familie. Für die ich wie ein Löwe gekämpft habe in diesen schwierigen Zeiten. Und mit ihnen wünsche ich mir irgendwo eine Zukunft und Ruhe und Frieden. Das wünsche ich uns für uns alle. Wünsche ich mir für uns alle. Es reicht doch. Wir haben genug Leid durch und wir haben viel mehr auf dem Kasten, als wir glauben. Es gibt viele Menschen, die schon ganz toll wirken. Aber als Gesellschaft haben wir noch eine Aufgabe vor uns und ich weiß nicht, wann wir damit anfangen sollten, wenn nicht jetzt, sofort. Oh. Verzeiht mir meine Emotionen, die den einen oder anderen getriggert haben möchten. Ich möchte hier niemandem was Böses. Bin in friedvollen Absichten unterwegs, aber ich bin auch nur Mensch und halte auch nur bis zu einem gewissen Grad was aus. Vor allen Dingen so feinfühlig, wie ich das bin. Ich bin für Straßenleben nicht geschaffen und dass ich jetzt meinen Antrag verlängern konnte, ist ein Wunder. Ob es ihn dann den Monat drauf noch gibt, steht noch mit einem dicken Fragezeichen drauf. Ich bin für diese ganzen unteren Strukturen, die ich brauche, um zu funktionieren, ich bin nicht dafür gemacht, diese Angriffe auszuhalten. Die holt mich hier raus, ich kann helfen. Ich bin nicht Superman, aber da, wo ich wirken kann, würde ich gerne wirken. Und es ist Zeit, dass wir mal heilen. Und dazu gehört auch, wie der Regen das gerade so schön anzeigt, zu weinen, damit die Wunden des Herzens heilen können. Und wir müssen vergeben einander für das, was auch ich, jenen, die mir das alles da antun, das so brauchen. Ich bin verletzt. Mein Herz ist schon ein Herzkonfetti gefühlt auf einer Ebene. Und dann gibt es eine andere Ebene, die ist so stark. Und meine Familie, meine Gefährtin, Henrika und ihre Kinder. Oh, das hört sich so an. Das ist so norddeutsch gerade. Drei feine Kinder. Wir sind zu fünft und wir versuchen durchzukommen. Fünf. Ich hoffe mir einfach, dass für jene, die gesundheitlich, körperlich im Geiste Leid mit sich rumtragen, dass sich alle befreien. Und da muss jeder nach innen gucken. Wie innen so außen, im Außen zeigt sich alles, was in uns selber drin los ist. Das gleiche gilt für mich, ich sitze im selben Boot. Ja, weiter geht's auf den anderen Kanälen, keine Ahnung. Ich werde mich jetzt, das ist jetzt Schlusswort, kam mir so in den Kopf geschossen. Ich muss ja irgendwie einen Punkt finden. So, das war der Waldschrat, wie lang ging's denn? Oh, 20 Minuten.
Ich habe es nicht kürzer hingekriegt. Ich brauche die Grundlage, dass ich nicht in den Teufelskreislauf Ernährung komme. Dafür fehlt mir Geld. Nervennahrung, wenn ihr es noch nicht wisst, ja, ich bin dem Brokkoli nicht abgeneigt, gehört aber alles rein aus therapeutischer Sicht zu meiner Symptomatik, aber es ist für mich auch sehr viel Stabilität in anderen Lebenssituationen. Ich habe mehr Haben als Leid davon und deswegen, auch da brauche ich Hilfe. Das war lange therapeutisch begleitet. Ist es immer noch, jetzt ehrenamtlich, aber ich kann da nicht irgendwie Papier schwarz machen, womit ich jetzt irgendwas beweisen könnte. Ich habe auch nicht vor, irgendwem was zu beweisen. Schluss mit den Schuldgefühlen, Schluss mit dieser Selbsterniedrigung und Scham. Ich komme wieder zurück. Step by step.